Nächster Redner ist der Kollege Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Markus, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Müller hat zu Recht gesagt, es gibt bestimmte Wortbeiträge, die muss man wegatmen. In dem Wettrennen um die schlechteste Oppositionsrolle in dem Zusammenhang mit der Pandemie liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Kollegen Pürsün. Während er noch hin und wieder einmal zugehört hat, ist es bei Ihnen völlig aussichtslos, worüber Sie eigentlich faseln. Das muss man einfach einmal sagen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, heute um 12 Uhr ist die Phase abgeschlossen, in der das Robert-Koch-Institut die Anhörung mit den Experten durchgeführt hat zu dem Thema Impfstrategie und Empfehlung zu den Impfstrategien. Es wird heute gegen 12 Uhr erwartet, dass das dort dann veröffentlicht wird. Das, was wir heute wissen, beispielsweise steht auf tagesschau.de, also wie so oft, wenn man Experten einlädt, stechen die was durch. Herr Pürsün ist es durchaus bekannt, was ich damit meine. Und insofern wissen wir, dass es in 6 Stufen und 5 Kategorien sein. Seien Sie doch froh, dass Sie die Informationen bekommen. Wir wünschen auch, dass die Opposition gut informiert ist, aber benutzen Sie sie doch wenigstens auch. Benutzen Sie sie doch auch einfach mal. Aber schade. Schade um die FDP. Wissen Sie, Herr Pürsün, gestern, ich konnte Sie ja bewundern, Sie finden die Impfzentren, die Impfstrategie, die es ja nicht gibt. Da wundere ich mich ja schon. Wenn ich die Hessenschau angemacht habe, es gab kein Bild, auf dem Sie nicht zu sehen waren beim Impfzentrum Wiesbaden. Vielleicht hätten Sie auch ab und zu mal zugehört. Wenn Sie sich ins Bild schieben, Herr Pürsün, ja, immer schön ins Bild gedrängt, aber wissen Sie, Herr Pürsün, ja, Herr Pürsün, ich schaue halt Hessenschau, lieber Kollege Pürsün, und es gab kein Bild, auf dem du dich nicht gedrängt hast. Aber vielleicht hörst du auch mal zu, was dort erzählt wird. Das würde der Sache mal helfen. So. Ja, es gleicht doch einer Verzweiflungstat. Ich kann ja verstehen, dass die FDP verzweifelt ist angesichts der Umfragewerte. Ja, ich komme zur Sache, Herr Rock. Ihre Fraktion und Ihr gesundheitspolitischer Sprecher ist mittlerweile auf einer politischen Geisterfahrt unterwegs. Sie sollten ihn vielleicht einmal stoppen. Das würde der Sache helfen. Ja, so, damit kämen wir einmal zur Sache. Heute um 12 Uhr werden die Impfstrategie vom RKI veröffentlicht. Dort können Sie, wenn Sie am Thema interessiert wären, würden Sie einmal zuhören, aber ich weiß, dass es ja nicht so ist. Sie wollen ja nur skandalisieren, aber ich kann Ihnen gerne ein bisschen helfen. Meine Damen und Herren, einen Moment, Kollege Bocklet. Ich darf Sie etwas um Ruhe und Aufmerksamkeit bitten im ganzen Haus hier. Der Kollege Bocklet spricht. In mehreren Kategorien abgeschichtet die Prioritäten. Herr Rock, versuchen Sie sich doch einmal eine Minute für das Thema zu interessieren. Dann wissen Sie, dass Sie die 5 Kategorien ziehen. Und dass Sie dann die Asyl- und Obdachlosen später dann auch in weiteren Kategorien, 5 bis 6 Kategorien, und die werden abgearbeitet an der Priorität. Wie kann man da behaupten, es gäbe keine Impfstrategie? Das ist doch wider besseren Wissens eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Ich finde das verantwortungslos. Das ist verantwortungslos. Sie haben ein Konzept gelegt, ein atemberaubendes Konzept, in dem Sie die Landesregierung auffordern, Achtung, bitte alle festhalten, dass die Landesregierung bitte die Gesundheitsämter und die Impfzentren unterstützt. Es gibt hier auf der Internetseite, wissen Sie zum Thema Internet, die FDP ist doch für Digitalisierung. Wissen Sie, wenn ich noch einen Rat geben darf, nicht nur digitalisieren, Sie müssen es auch noch lesen, Herr Pürsün. Ich weiß, das ist eine unheimlich hohe Hürde, aber machen Sie es doch einfach mal. Machen Sie es doch einfach mal. Ich habe gerade das Wort, Herr Vorsitzender. Blären Sie doch nicht rum. Ich will Ihnen ja gerne helfen bei einem Informationslernen. Aber wissen Sie, wenn Sie... Noch einmal einen Moment, meine Damen und Herren. Kollege Rock und Kollege Bocklet, ihr könnt euch doch nachher draußen austauschen. Stört ihr hier die Leute nicht und könnt ihr weitermachen. Bitte sehr. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Vielleicht weiß der Fraktionsvorsitzende jetzt, dass er jetzt mal zuhören kann. Wenn man nicht lesen kann, hilft ja das Vorlesen. Ich lese mal vor. Vielleicht ist es ja, was Ihnen hilft. Der Bund stellt den Impfstoff zur Verfügung. Das Land unterstützt bei der Zulieferung des Impfstoffes sowie stellt das Verbrauchsmaterial und Schutzausstattung für das eingesetzte Personal zur Verfügung. Haben Sie das gehört? Haben Sie es gehört? Haben Sie es verarbeitet? Dann ist das kein Konzept der FDP. Das ist Beschlusslage und Vorgehen der Landesregierung. Das ist richtig und wichtig, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Es wird bis zu 30 Impfzentren geben. Und ich finde, ich bedanke mich auch beim Kollegen Bauern und der CDU für diesen Setzpunkt, weil ich auch noch einmal gerne, ich höre immer nur einen Quäkton, ich verstehe dich doch eh nicht. Ich würde es auch, selbst wenn ich akustisch verstehen würde, verstehe ich dich politisch nicht, aber das ist ein anderes Problem. Und deswegen komme ich noch einmal zur Sache. Die CDU hat recht, wir müssen dieses Thema aufgreifen, impfen. Wir müssen alle dafür werben in diesem Haus, dass sobald dieser Impfstoff jetzt zur Verfügung steht, dass sich der größte Teil dieser Bevölkerung, der hessischen Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, der Bevölkerung in unserem Lande sich an den Impfungen beteiligt. Wir brauchen dieses Impfen, damit dieses Land aus diesem Tal, aus dieser Krise herauskommt. Das muss doch das gemeinsame Signal dieses Hauses sein. Und ich finde es völlig richtig, dass angesprochen wird, dass es dieser Impfstoff auch Risiken birgt. Ja, niemand weiß heute über die mögliche Langzeitschäden bei Impfung. Wir wissen, dass es ein Risiko birgt. Aber jede politische Entscheidung birgt ein Risiko in sich und ist immer eine Abwägungsentscheidung. Und wenn wir wollen, dass wir weitere Lockdowns vermeiden, dass wir die harten Maßnahmen tatsächlich zurücknehmen wollen, dann führt der Weg nur über Impfung und eine Herdenimmunität. Nur so wird es uns gelingen, hoffentlich Ende 2021 wieder den Weg zur Normalität zurückzukehren. Und das ist doch, was wir alle wollen. Wir wollen wieder ein normales Leben führen können, ein pandemiefreies Leben in Hessen. Das ist doch das Signal, was wir heute senden müssen. Es gibt hoffentlich bald eine Impfstrategie in 2 Stunden als Empfehlung. Ich hoffe, dass das Land Hessen das umsetzt. Es gibt eine große logistische, hervorragende Vorarbeit. Und jetzt möchte ich auch noch einmal etwas persönlich sagen. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen und Freunde in Italien. Wenn ich mit denen darüber spreche, wie denn dort das Impfen vorbereitet wird, da können Sie mal große Augen sehen. Die sind noch überhaupt nicht so weit, dass sie sich darüber Gedanken machen. Wenn ich denen erzähle, dass wir in Hessen schon in voller Vorbereitung, zum Teil schon in der Öffnung von Impfzentren sind, dann können Sie mal große Augen sehen. Und es gibt Momente in meinem politischen Leben, wo ich wirklich stolz bin auf diese ganzen Vereine, Organisationen, Katastrophenschutz, Polizei und viele andere Institutionen, die daran arbeiten, diese Impfzentren in dieser affenartigen Geschwindigkeit vorzubereiten und einzustellen. Ich bin stolz darauf. Ich bedanke mich. Ich glaube, da müssen wir ein gemeinsames Signal sein. Herzlichen Dank für diese unglaubliche Arbeit, dass diese Impfzentren so schnell entstehen. Das ist doch eine Hauptaussage. Natürlich muss Politik auch Zuversicht ausstrahlen. Und deswegen sage ich noch einmal, wir sind in 2, 3 Schritten vorangekommen. Wir haben einen Impfstoff, offensichtlich bald auch in Deutschland in Aussicht. Wir haben die Impfzentren, wir sind hervorragend vorbereitet, wir haben das Personal vorbereitet. Und wir können heute zuversichtlich sagen, dass wir bald am Ende, wir beginnen das Ende dieser Pandemie. Wir sind am Beginn der Ende der Pandemie. Und dieses Hoffnungszeichen möchte ich gern sehen. Das heißt nicht, dass es nicht Probleme gibt und dass es nicht auch Risiken gibt. Aber manchmal besteht das Leben auch aus Risiken. Und es besteht vor allem aus einem, liebe Kollegen von der FDP, aus Verantwortung. Wir stellen uns nicht aus der Verantwortung und machen uns vom Acker. Wir stellen uns dieser Verantwortung. Wir machen eine verantwortungsvolle Politik im Gegensatz zu Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr. Vielen Dank, Kollege Bocklet, für den Beitrag. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Daniela, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Impfstrategie der Landesregierung setzt vieles um, was der Bund und zahlreiche andere Bundesländer bereits auf den Weg gebracht haben. Viele Kreise sind mit ihren 28 Impfzentren schon startklar und warten darauf, dass der Impfstoff zugelassen wird und in die Impfzentren kommt. BioNTech,
Der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 95%, eine Krankheit zu verhindern, und gibt den Menschen Hoffnung, SARS-CoV-2-Infektionen langfristig kontrollieren oder auch eben gar beenden zu können. Impfen, meine Damen und Herren, ermöglicht eine Immunität in weiten Teilen der Bevölkerung, die Verhinderung der Ausbreitung und auch die Vermeidung gesundheitlicher Folgen. Doch trotz der Vorbereitung der hessischen Impfstrategie sind noch viele Fragen unbeantwortet. Die Landkreise und kreisfreien Städten wurden mit der Einrichtung der landesweiten Impfzentren beauftragt. Frau Claus hat am Dienstag gesagt, die Landkreise würden das mitstemmen. Meine Damen und Herren, mitstemmen ist da nicht ganz so korrekt. Sie stemmen erst einmal das meiste in Bezug auf den Einsatzbefehl alleine und hoffen dann auf die weitere Unterstützung des Landes, die zugesagt wurde und von der Sie hoffentlich auch nicht abweichen werden. Das werden wir genau im Auge behalten. Und Hand in Hand und Kooperation mit Landesregierung und allen anderen, das heißt hier wohl, dass die Landesregierung erneut viel Verantwortung nach unten abgeladen hat, denn nicht Sie stemmen die Impfstrategie, das machen die Kommunalen für Sie, meine Damen und Herren. Es wäre übrigens vorbildlich gewesen, die Kommunalen vor der Impfstrategie mit einzubinden, statt ihnen etwas überzustülpen. Statt sie einzubinden, haben sie einen Einsatzbefehl ohne Informationen zur Ausgestaltung erhalten. Wie eine Unterstützung seitens der Landesregierung bei einer Mammutaufgabe aussieht, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Deswegen haben wir nach Bekanntgabe des Einsatzbefehls auch im Ausschuss für Soziales und Integration einen dringlichen Berichtsantrag mit Ihnen beraten. Herr Bocklet, wir haben die ganzen Fragen gestellt, und die Antworten waren viel großer, wenig Griffiges, nichts Konkretes, um irgendeine Strategie erkennen zu können. Das Ziel, was uns benannt wurde, und da sind wir uns alle einig, schnellstmöglich zu impfen. Aber wie eingeladen werden soll, nach welchem System unter Berücksichtigung des Datenschutzes, wie die Logistik funktioniert, da gab es nur den Hinweis, das prüft noch die Taskforce. Wir hoffen aber, dass die Zusage, dass das Land die Terminvereinbarung mit eigenen Landesbediensteten übernimmt, personelle Kosten für Freiwillige finanziert, sowie Impfstoffe und Impfmaterial stellt und liefert, weiterhin Bestand hat. Da Sie heute den Setzpunkt gewählt haben, gingen wir eigentlich davon aus, dass Sie heute auf die offenen Fragen Antworten geliefert haben. Aber wo ist Ihre Strategie? Wo sind die Antworten? Strategie bedeutet, einen genauen Plan zu haben, der dazu dient, das gesteckte Ziel zu erreichen. Und das haben weder Herr Bocklet noch Herr Bauer bis jetzt aufklären können. Aber vielleicht macht das der Herr Minister. Wir wollen wissen, wo ist der Plan, wie ist das mit den Einladungen, der Systematik, dem Datenschutz, der Logistik. Wir hoffen, Sie bleiben uns diese Antworten nicht schuldig. Und keine Frage, es ist notwendig, diese Infrastruktur kurzfristig zu schaffen. Und Sie können unendlich dankbar sein, dass die Kreise und kreisfreien Städte diese delegierte Aufgabe so hervorragend meistern. Sie haben mit Vollgas und mit Engagement Impfzentren aufgebaut, damit es so bald wie möglich losgehen kann. Gewünscht hätten sich die Kreise, habe ich schon gesagt, mehr Informationen, wir übrigens auch, mehr Konkretes. Gerade aber auch bei der Bereitstellung des Personals hätte die Landesregierung besser unterstützen können. Staatssekretärin Jans hatte dies auch im Ausschuss zugesagt. Einige Landkreise haben das auch wirklich mit Bravour gemeistert, manche haben aber Probleme. Und da gibt es Personalengpässe. Bislang aber keine adäquate Unterstützung der Landesregierung, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle zeigt sich wieder einmal, wie unzuverlässig die Landesregierung und wie unverzichtbar auf der anderen Seite die Kommunalen, die Hilfsorganisationen und alle Ehrenamtlichen sind. Deswegen unser aufrichtiges Dankeschön. Bei der Frage, wer zuerst geimpft wird, geht es um Priorisierung, aber natürlich auch um die Abschätzung der Wirksamkeit auf Populationsebene. Und da bin ich gespannt, wie sich Hessen heute, weil heute muss ja rückgemeldet werden, wie Sie zu den STIKO-Empfehlungen stehen, was Sie da sagen. Das haben wir am Dienstag im Ausschuss gefragt. Da waren Sie nicht sprachfähig. Sie wussten nicht, was Sie heute
dem Bund mitteilen werden, auch bezüglich Hochrisikogruppen. Da muss sicherlich noch nachgearbeitet werden. Und mich interessiert auch, wie Sie das Monitoring umsetzen wollen, denn die quasi Echtzeiterfassung nicht personenbezogener Daten zur Impfinanspruchnahme sollen an das RKI übermittelt werden, um schließlich auch Aufschluss über die Impfquoten geben zu können. Vielleicht ist der Minister ja heute dazu sprachfähig. Spannend finde ich auch, einen Blick in das Land Baden-Württemberg zu werfen. Dort gibt es sogar schon Testläufe, natürlich nur rein logistisch. Aber mit 120 Menschen pro Stunde hat man das in Ulm geprobt. Gibt es solche Testläufe denn in Hessen? Wie stellen Sie sicher, dass tatsächlich 1.000 Menschen pro Tag geimpft werden können? Und in Baden-Württemberg soll es auch in einem zweiten Schritt kleinere Zentren geben, aber ich habe Herrn Bauer so verstanden, dass das auch in Hessen kommt. Das greift im Prinzip auch die Kritik der Vertragsärzte auf, die ja sagen, dass sie nicht in die Impfstrategie eingebunden wurden, obwohl sie ja bis heute 94%, also 19 von 20 der Covid-19-Erkrankten im niedergelassenen Bereich behandelt haben. Sie nicht in die Impfstrategie einzubinden und diese Gruppe nur dann auf dritthöchster Priorisierung einzustufen, sollte vielleicht noch einmal überdacht werden. Aber Sie kriegen dann doch noch eine Aufgabe laut Ärztezeitung und Corona-Virus-Impfverordnung. Sie sollen nämlich Patienten mit Vorerkrankungen attestieren, dass sie geimpft werden können. Da frage ich mich, ob es so sinnvoll ist, die erst in die Praxis, dann ins Impfzentrum zu schicken. Da wäre es vielleicht schon besser, die gleich in der Praxis zu impfen, zumal die Kühlung etwa der BioNTech-Dosen ja nun anders als vorher angenommen und auch vorher hier so gesagt, nun bis zu 5 Tage in handelsüblichen Kühlschränken aufbewahrt werden kann. Auch hier könnte Hessen aktiv werden, meine Damen und Herren. Und in diesem Zusammenhang müssen Sie auch noch einmal die Aufgabe der mobilen Teams klären. Die könnten nämlich auch hier diese Menschen impfen, die nämlich die letzten Monate ihre 4 eigenen Wände nicht verlassen haben, weil sie eben entsprechend gefährdet sind. Wir hoffen, Sie legen uns dazu eine Strategie vor und freuen uns auf Ihre Erläuterung. Und ich möchte noch etwas zu Ihrem Punkt sagen, wo Sie sagen, wir haben vorausschauend und verantwortungsvoll gehandelt. Vorausschauend, warum haben Sie dann die Taskforce nicht früher eingebunden? Und warum gibt es in Hessen immer noch keine zweckdienliche Teststrategie? Das frage ich Sie, denn das Fachpersonal in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen werden immer noch kaum bis gar nicht getestet. Sie nivellieren das, loben sich für Ihren neuen Bestellservice, sagen, es würde überall getestet. Aber ein Gespräch mit denen, die jeden Tag an den Betten stehen und arbeiten oder Patienten zu Hause versorgen, sagen Ihnen etwas anders. Und es ist nicht verantwortlich, solche Hinweise nicht wahrzunehmen oder diesen nicht nachzugehen. Und wir haben uns schon so im Ausschuss gestritten. Und ich soll Ihnen schöne Grüße von der Kollegin Hartmann bestellen. Liebe Karin, falls du uns zuschaust, alle lieben Grüße von uns, gute Genesungswünsche. Sie können sie fragen, wie das abläuft. Sie ist nämlich momentan im Krankenhaus und sie kann Ihnen mitteilen, dass das nämlich so, wie Sie das plakatieren, nicht funktioniert. Fragen Sie sie, sie bekommt das momentan hautnah mit. Patienten und Personal hätten in sensiblen Bereichen von Beginn an getestet werden müssen. Das sagen wir seit März immer und immer wieder. Und das hätten Infektionen, die hätten schnell erkannt werden können. Und gerade in der Altenpflege ist es trotzdem zu Ausbrüchen gekommen. Sie hätten mit einer intelligenten Teststrategie dies verhindern können und Menschenleben retten. Und zum Schluss die FFP2-Masken. Es wurde ja schon angesprochen, kommen jetzt in die Heime. Soll das ein makabres Weihnachtsgeschenk sein? Die wären viel früher viel wichtiger gewesen. Und auch hier ist es so, in der Praxis, ganz egal ob im Krankenhaus oder in der Pflege, sie sind kaum vorhanden. Und reden Sie sich nicht immer raus. Die Verteilung hat nicht so gut geklappt, wie Sie es immer beschreiben. Die Heime sagen uns, dass sie genauso alleingelassen worden sind wie die Kommunalen und viele andere, die sich eine Orientierung in dieser Zeit gewünscht hätten. Aber dazu, meine Damen und Herren, braucht es eben eine Strategie. Auch
heute bleibt wenig Konkretes und viele Fragen offen nach den Beiträgen von Herrn Bocklet und Herrn Bauer. Wir hoffen inständig, dass einer der Minister gleich ein bisschen Erhellung bringt. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Impfstrategie und Impfmaßnahme. Nochmal herzlichen Dank an alle Kommunen und an alle, die sich in diesem Rahmen engagieren wollen und werden. Darauf sind wir angewiesen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Walter. Bitte sehr, 2 Minuten hast du. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ein neues Medikament auf dem Markt verfügbar ist, vergehen durchschnittlich 13 Jahre. Was bei übereilter Zulassung eines Impfstoffes passieren kann, haben wir bei der Schweinegrippe erlebt. Der Impfstoff Pandemrix führte bei vielen geimpften Kindern und Jugendlichen zu einer unheilbaren Erkrankung an Narkolepsie, die erst Monate oder sogar Jahre später festgestellt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nichts über Nebenwirkungen oder langfristige Schäden durch die Impfung. Gerade gestern kam aus London die Meldung, dass Allergiker sich besser nicht gegen Corona impfen lassen sollten, da schwerwiegende allergische Reaktionen wie Atemnot und Zungenschwellung auftreten können. Dass die Corona-Impfung eben nicht harmlos ist, zeigt sich daran, dass sie für Kinder voraussichtlich gar nicht zugelassen sein wird. Die Wirkung der Impfung ist ebenfalls unklar. Vermutlich können Geimpfte sogar weiterhin das Virus auf andere übertragen. Versuche an Affen haben gezeigt, dass bei geimpften Tieren genauso viele Viren in der Nase gefunden wurden wie bei Nicht-Geimpften. Die vollmundig angepriesene Herdenimmunität lässt sich durch die Impfung also vermutlich nicht erreichen. Die Impfung kann eventuell schwere Krankheitsverläufe des Geimpften abmildern. Der Geimpfte hat also allenfalls einen individuellen Nutzen von der Impfung. Er kann sich jedoch weiter mit dem Virus infizieren und es unbemerkt an andere weitergeben. Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie am Lehrkrankenhaus der Universität Mainz, weist darauf hin, dass insbesondere Infektionen der Atemwege mit Impfstoffen kaum vollständig zu blockieren seien. Die Virenmenge ließe sich eventuell reduzieren, aber eine Pandemie könne allein aufgrund einer Impfung nicht verhindert werden, so Herr Plachter am 30.11. in der Tagesschau. Ziel muss sein, dass Impfstoffe nicht nur schützen, sondern vor allem sicher sind. Die Sicherheit ist bei so einer kurzen Testphase kaum gegeben. Der Grundsatz muss daher bei jeder Impfung lauten: keine Impfung ohne individuelle Nutzen-Risikoabwägung. Es bedarf einer umfassenden Aufklärung. Diese Aufklärung kann nur in einem persönlichen Impfgespräch bei einem Arzt erfolgen. Impfzentren sind daher ein hochproblematischer Weg. Dort kann keine umfassende Anamnese erhoben werden, weil dafür die Zeit und das Personal fehlt. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Der Satz: langfristige wissenschaftliche Studien sind nötig. Die Impflinge müssen begleitet und beobachtet werden. Bevor Sie also eine Impfung als Heilsbringer anpreisen, sollten Sie diese Studien abwarten. Das wäre vorausschauend und verantwortungsvoll. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Landesregierung ist der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen ist auf eine der größten Herausforderungen, die sich uns stellen, nämlich fast 4 Millionen Menschen zu impfen, bestmöglich vorbereitet. Bestmöglich vorbereitet. Angesichts von auch heute wieder 23 Toten und 1.340 Neuinfektionen finde ich die Frage richtig, ob die übliche Rauferei hier wirklich angemessen ist. Ich raufe ja auch gerne,
Aber ich finde, das Thema gibt es wirklich nicht her. Es geht darum, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Menschen in diesem Lande geimpft werden, damit wir von dieser Geisel, dieses Virus endlich befreit werden, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich in den letzten Wochen gemeinsam mit allen denen, die einen Beitrag dazu leisten können, wie gesagt, bestmöglich darauf vorbereitet. Wir haben einen sogenannten Einsatzbefehl, der hier auch schon zitiert worden ist, an die unteren Katastrophenschutzbehörden gesandt, um in allen Landkreisen und kreisfreien Städten dafür Sorge zu tragen, dass dort dann, wenn der Impfstoff da ist, auch in großem Umfang sehr schnell geimpft werden kann. Darauf sind wir vorbereitet. Die unteren Katastrophenschutzbehörden werden uns morgen melden, dass sie die Impfzentren, es werden 28 sein, dass die Impfzentren da stehen, einsatzbereit sind. Und ich finde, das ist eine so stolze Leistung, insbesondere auch der Hilfsorganisationen, der Feuerwehren, der Kommunalen, die das alle mitgestemmt haben, dass wir hier im Hessischen Landtag, ich glaube, gemeinsam herzlich Dankeschön sagen. Und es ist und bleibt eine gemeinsame Aufgabe. Und deswegen verbieten sich sozusagen auch die Hinweise darauf, wer da welchen Anteil geleistet hat. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und das wird es auch bleiben. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen zwischen der Landesregierung und der kommunalen Seite. Wir haben Kai Klose und ich und die Kollegen aus der Landesregierung viele, viele Stunden mit den kommunalen Spitzenverbänden auch gerade über diese Frage diskutiert. Und bei der Frage, wann der Einsatzbefehl kommt, wie er ausgestaltet ist im Groben, hat es natürlich vorher Gespräche gegeben, bis hin dazu, dass die Kreisbrandinspektoren noch am Freitagabend sozusagen, bevor montags der Einsatzbefehl erging, noch einmal gezielt darauf hingewiesen worden sind, was sie dort erwartet, haben ihnen dort Rede und Antwort gestanden. Weil wir natürlich nicht die Kommunen überfordern wollen, sondern weil wir sie einbinden müssen, weil es eben nur in einer Gemeinschaftsleistung geht, meine Damen und Herren. Und dazu gehört, dass wir uns gegenüber den Kommunen klar eingelassen haben, wie die Frage der Finanzierung ist. Sie haben das im Haushaltsausschuss, die Kolleginnen und Kollegen haben dort die entsprechenden Mittel ja schon freigegeben. Es sind im Moment in der Größenordnung 170 Millionen, 20 in der ersten Tranche und dann dreimal 50 Millionen, um die Mittel zur Verfügung zu haben, um die nächste Zeit dann eben auch die Kommunen mit den finanziellen Mitteln auch unterstützen zu können. Wir haben uns mit den Kommunen darauf geeinigt, dass sie die Impfzentren aufbauen und dass wir die Infrastruktur, die drumherum, die zentral erforderlich ist, dass wir die liefern. Das tun wir. Wir werden am 15. Dezember, das ist ja der Tag, an dem vor Wochen angekündigt worden ist, dass der erste Impfstoff kommt, der wird dann mutmaßlich nicht da sein, aber wir werden am 15. Dezember einsatzbereit sein. Wir werden bis in die kommende Woche... bis in die kommende Woche die IT-Infrastruktur, die erforderlich ist, die zentral ist, die werden wir sozusagen ausgeliefert haben. Sie wird in den Impfstraßen eingebaut werden oder sogar schon eingebaut sein am 15. Dezember. Und wir werden mit dieser IT-Lösung, die wir dort übergeben, auch das Monitoring, was ich auch für erforderlich halte, übrigens auch aus eigenem Interesse, nicht nur, weil wir das ans RKI weitergeben, sondern weil ich selbst wissen möchte, weil der Sozialminister und der Innenminister selbst wissen wollen, wie weit sind wir denn in unserem Impffortschritt. Selbstverständlich wird das entsprechend dort abgebildet werden. Und ich kann Ihnen, Herr Pürsün, versichern, dass wir mit den Landkreisen in engstem Austausch sind, am laufenden Band. Da gibt es keinen Versatz. Und wenn ein Landrat oder wenn ein Mitarbeiter aus den Impfzentren in irgendeiner Form eine Frage hat, dann weiß der ganz genau, das steht nämlich im Einsatzbefehl, wo er sich hinwenden kann. Und dieser Austausch findet auch statt. Meine Damen und Herren, wir reden hier davon, dass wir diesen tückischen Virus besiegen wollen.
Und dafür hat die Bundesregierung ausgegeben, dass sie diese Impfungen kostenlos den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt. Das ist schon mal, das ist sozusagen schon mal eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Für die Bürgerinnen und Bürger ist diese Impfung kostenlos. Und wir werden organisieren, dass die Bürgerinnen und Bürger diese kostenlose Impfung dann eben auch erhalten. Weil wir nicht wissen, in welcher Größenordnung die Impfdosen uns am Anfang zur Verfügung stehen, müssen wir, und weil wir nicht wissen, wann sie uns zur Verfügung stehen, es ist jetzt mutmaßlich Ende des Monats, vielleicht Anfang des neuen Jahres, wir sind nur bereit und wir werden alles das, was wir bekommen, dann eben auch verimpfen können. Wenn es kleine Mengen sind, wird uns das leichter fallen. Dann werden wir unsere Logistik, die wir aufgebaut haben, werden wir sozusagen dann am Ende auch sogar testen können. Wenn es gleich große sind, dann werden wir mit den Impfzentren in der Lage sein, von Anfang an große Mengen auch zu verimpfen. Wer sich die in seinem Landkreis oder wer hier in Wiesbaden, wir hatten ja am Montag die Gelegenheit, sich anschaut, was dort aufgebaut worden ist, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der kommunalen Ebene sich so gut vorbereitet haben, dass das gelingen wird. Meine Damen und Herren, wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ständige Impfkommission eine Reihenfolge festlegt. Ich finde, das, was dort uns mitgeteilt worden ist, wie Sie das vorhaben, finde ich sozusagen oder finden wir seitens der Landesregierung eine angemessene Form. Es sind die über 80-Jährigen, die Alten- und Pflegeheime und die Bereiche des Gesundheits- und Pflegesektors, die sozusagen in der ersten Runde mutmaßlich, muss man ja immer noch sagen, es ist, glaube ich, noch nicht ganz festgelegt, aber mutmaßlich die, die in der ersten Runde geimpft werden sollen. Ich finde, dass das sozusagen eine vernünftige und angemessene, verantwortungsvoller Umgang sozusagen mit dann einer Mangelware ist, dass man eben wirklich die gefährdetsten Gruppen sozusagen zuerst impft. Und das werden wir dann hier bei uns im Lande auch umsetzen. Meine Damen und Herren, wir haben dafür gesorgt, dass, wenn die Impfdosen kommen, sie bei uns auch ankommen werden. Wir haben selbstverständlich entsprechende Lagerkapazitäten gebildet, weil der Umgang mit dem Impfstoff nicht so ganz einfach ist. Und das führt uns auch dazu, dass wir solche Impfzentren brauchen. Wir haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten immer schon mal größere Impfaktionen gehabt. Das ist ja nichts völlig Neues. Aber der Umgang mit diesem Stoff, der unter 70 Grad, also minus 70 Grad gekühlt werden muss, zumindest mal in der Lagerung, führt uns zu großen logistischen Herausforderungen. Und die haben uns am Ende dazu geführt, dass wir die Logistik dem Stoff entsprechend anpassen müssen. Und deswegen sind wir auf diese Impfzentren gekommen. Wenn es irgendwann möglich sein sollte, einen Impfstoff zu verimpfen, der diese logistischen Voraussetzungen nicht hat, dann wird man auch dazu kommen, dass man viel breiter wird impfen können und die Facharzt oder die Arztpraxen wird man dann selbstverständlich sozusagen mit einbeziehen. Wir wollen doch das schnell durchgeimpft, also wir jedenfalls mal wollen, dass schnell durchgeimpft wird. Und deswegen wäre es ja fahrlässig, sich dieser Ressource zu berauben. Und wenn das geht, werden wir das selbstverständlich machen. Wir werden in den Impfzentren, da wird nach unserer Einschätzung ein Ressourcenengpass werden die Ärzte sein. Und deswegen haben wir nicht ohne die Ärzte oder wie auch immer sozusagen irgendwas festgelegt, sondern mit den Ärzten. Wir sind seit Wochen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Landesärztekammer laufend im Gespräch darüber, wie wir das organisieren. Natürlich haben die Fragen, wenn wir unsere Ärzte in die Impfzentren stecken, wie ist das mit den Haftungsfragen? Wie können die eingesetzt werden? Wer macht das? Also, wie werden sie am Ende auch bezahlt, wenn sie ihre Praxis freimachen? All diese Dinge sind natürlich wichtig, aber das wissen wir doch. Und deswegen haben wir das mit den Organisationen auch entsprechend besprochen. Und wir haben dort über alle Fragen eine Lösung. Wie gesagt, von der Haftungsfragen, also Sie haben eben so einen Katalog von Fragen, die ich mutmaßlich nicht alle beantworten kann. Ich habe sie mir nur nicht alle merken können. Deswegen muss ich jetzt ein paar rausgreifen. Die restlichen, die noch offen sind, Herr Pürsün, werde ich Ihnen gerne dann danach beantworten. Aber bei der Frage der Haftung haben wir uns darauf vereinbart, dass wir gesagt haben, es ist in dieser Situation nicht angemessen, das Haftungsrisiko auf irgendwen zu verlagern. Deswegen übernehmen wir das Haftungsrisiko selbst. Das ist Staatshaftung.
Am Ende wird es Staatshaftung sein, es sei denn, jetzt mal Spezialitäten, wenn ein Dienstleister dazwischen ist, dann ist das noch mal eine andere Situation. Aber im Prinzip sind die Ärzte von der Haftung entsprechend freigestellt. Meine Damen und Herren, wir haben uns große Gedanken darüber gemacht, wie wir wussten ja zunächst auch noch nicht, was die STIKO festlegt für Gruppen, die zuerst geimpft werden müssen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir denn diejenigen, die geimpft werden wollen, den Impfzentren in halt großem Umfang zuführen. Und wir haben uns da in der ersten Linie dann darum Gedanken gemacht, ob wir das über ein Einladungssystem machen. Wir haben das sozusagen auch durchgeprüft und durchgestylt, müssen aber jetzt feststellen, dass der Bund eine Kampagne machen wird, und zwar bundesweit mit einem enormen Werbedruck. Ärmel hoch heißt die Kampagne, glaube ich, oder wird sie mutmaßlich heißen. Also eine Kampagne für das Impfen, wo am Ende auch die Frage, wie komme ich zum Impfzentrum oder wie komme ich zu meiner Impfung, mit beworben wird. Und das wird über eine entsprechende Anmeldung laufen. Und weil das über eine Anmeldung bundesweit läuft, haben wir entschieden, dass wir uns dieses Anmeldeformates dann am Ende anschließen werden. Es wird bei uns Callcenter geben, wie in allen anderen Bundesländern auch, wo sich diejenigen, die geimpft werden wollen, dann anmelden können. Und wir werden dann die Zuführung zu den Impfzentren machen. Und das, Frau Dr. Sommer, ist der Punkt. Wir haben den Kommunen von Anfang an gesagt, wir werden euch die zu Impfenden zuführen. Es liegt nicht in eurer Verantwortung. Die Verantwortung übernehmen wir, weil wir glauben, dass wir, wenn wir das zentral steuern, das passgenauer hinbekommen. Das wissen die Kommunen auch von uns. Und wir haben das auch mit einer entsprechenden Terminsoftware hinterlegt, sodass das gelingen kann und gelingen wird. Es wird dann noch Online-Portale geben. Es wird noch alles Mögliche, was man dann noch so dazu brauchen kann. Das wird es auch geben. Das wird nicht jeder nutzen. Insbesondere Herr Minister, denken Sie bitte an die Redezeit. Herr Präsident, insbesondere wenn man daran denkt, welche Gruppen werden zuerst verimpft, da werden wir mit Web-Anwendungen und Apps erstmal wahrscheinlich nicht so richtig zurechtkommen. Deswegen glaube ich, dass es klug ist, dass wir uns dort der Lösung anschließen. Ich will das nicht bis ins Detail, aber ich könnte es Ihnen ins Detail sozusagen hier vortragen, wie wir uns vorgestellt haben, dass wir das über dann die 116, 117 dann abwickeln werden. Das wird uns gelingen. Meine Damen und Herren, wir haben uns vorgenommen, dass wir an 7 Tagen von 7 bis 22 Uhr 1.000 Impfungen durchführen. Wir haben uns das deswegen vorgenommen, weil wir damit in einer Größenordnung von 250 Tagen in der Lage wären, die 3,6 Millionen Hessen zweimal zu impfen, die mutmaßlich sich am Ende der Impfung stellen werden bzw. zur Impfung kommen werden. Das hängt davon ab, dass wir Impfdosen bekommen in diesem Umfang. Das hängt davon ab, dass die Impfdosen immer in der Zeit kommen, in der wir sie brauchen, um sie zu verimpfen. Also es sind große auch logistische Herausforderungen, die den Bund noch betreffen, die, von denen wir am Ende bei der Durchführung der Impfung abhängig sein werden. Aber insgesamt kann ich Ihnen sagen, wir sind vorbereitet. Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Impfungen durchgeführt werden können. Wir haben die Kommunen dabei unterstützt, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und mit der Ärztekammer, dass sie insbesondere bei dem Personalengpass, den Ärzten, dass wir dort mithelfen. Am Ende müssen Ärzte sich freiwillig melden. Anders wird es nicht gehen. Wir können niemanden verpflichten. So. Aber wir sind da guten Mutes, und das sind auch die Rückmeldungen aus der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer, dass das gelingen kann. Darüber hinaus glaube ich, dass die Kommunen selbst in der Lage sind, das Personal zu stellen, was sie benötigen, um eine Impfstraße aufrechtzuerhalten. Ob sie das aus eigenem Bestand machen oder mit Dienstleistern, was wir ihnen ebenfalls empfohlen haben und wo wir ihnen gesagt haben, das würden wir ihnen auch bezahlen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das gelingen wird. Dafür müssen wir, glaube ich, nicht noch einmal eine gesonderte Regelung treffen. Meine Damen und Herren, bei der Frage der Zulassung des Impfstoffes, es ist eine Frage, die am Ende
medizinisch entschieden wird, die Institute, die dafür in unserem Land verantwortlich sind, die diese Entscheidungen zu treffen haben, die Zulassung dieses Impfstoffs. Aber ich finde es verantwortungslos, so zu tun, als wenn die Menschen sozusagen dort irgendeinem Unternehmen überlassen werden, was nun behauptet, dass der Impfstoff irgendwie was taugen würde. Wir haben dafür auch in einem beschleunigten Verfahren ein sogenanntes Rolling Review Verfahren. Das ist für insbesondere diese pandemischen Fragen ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, was im Moment angewandt wird, was zwar alle Regeln, die ansonsten für die Zulassung gelten, beinhaltet, nur was halt eben beschleunigt durchgeführt wird. Das ist ein fachlich korrekter Umgang, medizinisch korrekter Umgang mit der Einführung eines Impfstoffes. Und wer etwas anderes behauptet, der tut diesem Land nicht gut, meine Damen und Herren. Im Rahmen meiner Aktuellen Stunde kann man nicht erklären, was in Tausenden von Stunden im Bereich der Landkreise, auch im Bereich der Landesregierung zur Vorbereitung des Impfvorgangs oder des Impfens der Hessen vorbereitet worden ist und festgelegt worden ist. Ich glaube, die wesentlichen Fragen hier beantwortet zu haben. Wir stehen aber gerne bereit, ich habe es Ihnen eben gesagt, die Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind, auch noch nebendran zu beantworten. Wir sind guten Mutes, dass nicht viele Fragen offen sind, außer die, die ich Ihnen hier offen sozusagen gezeigt habe. Wann kommt der Impfstoff? Wie viele Impfdosen kommen? Das werden wir sozusagen, da sind wir abhängig von dem, was auf der Bundesebene und was die medizinischen Zulassungsverfahren dann am Ende ermöglichen. Meine Damen und Herren, ich finde und hoffe, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass wir gut daran tun, sehr verantwortlich mit dieser Frage umzugehen, weil es ist eine Chance, diesen wirklich widerlichen Virus loszuwerden. Deswegen sind wir gut beraten, beieinander zu bleiben, wenn es ums Impfen in Hessen geht. Meine Damen und Herren, Hessen ist dafür bestmöglich vorbereitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister.